Ja, kannst du, grubber das weg, das Zeug da, ey. Ich bin schon wieder gegen den Baum gefahren hier. Oh, Scheiße, jetzt habe ich wieder. Ich habe mich festgefahren, ey. Ob das jetzt besser geht. Hä? Müsste eigentlich besser gehen dadurch. Ah, die ganzen Rest da ist noch Unterschied. Ist schneller auf jeden Fall. Okay. Ja, versuchen wir hier noch ein bisschen Stroh von, vor dem Gruber zu retten. Boah. Alter. Brauchst du ein Gewicht? Nee, das nicht. Der schlängert bei mir immer so. Oder willst du, wollen wir Trecker tauschen? Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ali schreibt auch noch sein. Ich denke, der hat einfach zu wenig Gewicht. Dein mittlerer hat ein Tablet und der kleine auch. In deiner Nemix Social. Meiner, was? Kann gut sein, ja. Na egal, geht ja so erstmal. Machen wir ruhig mit dem Fendt weiter erstmal. Außerdem möchtest du mit dem Fendt nicht gerne fahren. Mir ist das egal. Okay. Sag's doch einfach in den in den Stream rein, was du dem antworten willst. Du kannst ja auch ein paar Sachen vorlesen. Ich versuche euch das ja vorzulesen, ihr Held. Kann doch nicht lesen. Das Problem Chef, ist, das Problem ist, der Bildschirm, der steht ein bisschen hinter mir, wo ich das lesen muss. Alter, der IT-Runner, das ist ja auch eine fette Abzocke, ey. Ja, vor allem, weil's. Ha! Schisser. Ich glaube, Kater hat das geschrieben, ne? Dass die Mods von dem IT-Banner eben, also es gibt ja Mods in dem Bereich, dass die besser sind. Ja, es gibt eine ganze Menge Mods von denen, was da wesentlich besser ist. Wir haben da auch einen ganzen Teil mit drinne, was quasi IT-Runner komplett ersetzt. Ja. Nee, vor allem 8 Euro, Alter. Ich zahle doch keine 8 Euro für verdammten Anhänger. Ja, ist schon ein bisschen heftig. Ja, da zahlst du in-game schon mehr für, wa? Ja, aber es gibt ja auch durchaus Leute, die kaufen sich für den Train Simulator eine neue Lok für 30 Euro. Lass mich in Ruhe! So war das jetzt. Sind dann die Nerds. Ich hab damals für den Train Simulator, ich bin ein bisschen Hunderte gewesen, was ich ausgegeben habe. Okay. Ja. Aber das war ja dann eher eine Leidenschaft. Ja. Ja, irgendwie ja. Ja, aber du findest auch, wenn zum Beispiel, wenn du in einem Game 1000 Spielstunden hast, wie ich in einem Spiel, wo für mich es auch 60 Euro gekostet hat, dann finde ich, es hat sich gelohnt. Ja. Oh, aber also, wenn ich mir das anschaue, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, da habe ich auch 600 noch was Spielstunden runter. Ich habe mir alle DLCs dazu gekauft. Immer, aber du musst sagen, es hat sich gelohnt. Wie zum ja, Beispiel ein Simulator. Was? Mich persönlich aufregt, ist, wenn ich zum Beispiel auch nur 20 Euro für ein Game ausgib und ich es dann irgendwie eine Stunde gespielt habe. Das sind dann Sachen, wo mich eher aufregen. Ja. Ja. Weil das Geld war zum Fenster rausgeschmissen. Aber es kommt eben drauf an, wie viel Geld. Wenn ich überlege, was ich jetzt in der Hand da reingesteckt habe, ja, von über 300 Euro. Boah, krass. Nur für ein Spiel, ja, weil man eben alles kaufen muss. Das noch und das noch, das kostet ja alles nicht viel, aber das läppert sich zusammen. Ja. Wahnsinn. Und was hasse ich an diesem Free-to-Play oder besser gesagt Pay-to-Win? Ja, nee, eigentlich nicht. Ist doch scheißegal. Ich meine, du kaufst deine Mitgliedschaft immer im Jahr im Prinzip und kriegst ein Paket Waffen dazu. Und die hätten auch gereicht, aber da gibt es ja noch Waffe und die ist schön. Das muss man mal ausprobieren und dann können wir noch ein paar Startzelte gebrauchen. Man merkt gehen diese EMS-Dollar oder wie da heißen. Dahin. Also. Deswegen, ich habe mir Hunter Primal hab ich mir gekauft. Das habe ich bereut. Das ist wieder so ein Ding, das habe ich 2 Stunden gespielt und ich werd ständig nur gefressen. Ja, du musst die ganzen Locations abklappern, um Waffen zu bekommen. Für 2 GB hält dein Handy 3 Tage. Das ist auch gut. Und meldet euch doch einfach bei der Bundeswehr
für einen Krieg. Dann könnt ihr da genug Waffen ausprobieren. Das kostet noch nicht mal was. Okay, wenn es hochkommt, vielleicht könnte es euer Leben kosten. Das geht schlecht. Die Bundeswehr hat keine Zombies und keine Rehe und Porsche und Elche schießen. Und auf PvP stehe ich nicht. Wo sind die Bots? Wo? Chef, spawnen Sie mir ein paar Bots hin. Nimm sie die neuen Gefreiten, die haben es eh nicht drauf. Ja. Du, hier oben hast du noch eine Spur vergessen, wenn du die noch aufnehmen willst. Kann ich nicht, ich bin bei 100% gerade. Ach, lass sie dann einfach noch übrig. Ja, kannst du, grubber das weg, das Zeug da, ey. Ich bin schon wieder gegen den Baum gefahren. Also mein Handy-Datenvolumen hält nicht mal ansatzweise so lang. Oh, scheiße, ey. Ich hab's, wenn's hochkommt, wenn ich jetzt neues Datenvolumen habe, habe ich es nach einem Tag aufgebraucht. Ich hab mich festgefahren. Kauf mir immer die Prepaid-Karte von Aldi, da habe ich für 15 Euro 5 GB. Das Schlimme ist, ich habe so einen schwulen Vertrag und ich komme aus dem nicht raus. Geht mir genau gleich. Weil der noch ein Jahr läuft. Ja, ich habe auch noch einen Telekom-Vertrag. Soll ich über 50 Euro und habe nicht mal die Hälfte von dem, was ich bräuchte. Ja, ich will mir eigentlich einen reinen Telekom-LTE-Vertrag holen, mehr nicht. Ohne Telefonie, ohne SMS, ja, ohne sonstigen genau Scheiß. Ja, genau, weil er braucht alles Zeugs nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist Internet. Weil du kannst so viel darüber machen. Ja, eigentlich kannst du alles darüber machen. Telefonier kaum. Und da mein Handy null SIM-fähig ist. Kriegst du das 1 GB bei der Telekom. Ja. Wie viel Datenvolumen hast du, Kater? Bei der Telekom? Bei der Telekom jetzt mit dem Handy 1 GB bloß. Jo, Marvin, also AFK, bis denn? Auf den Kohle. Und jetzt hier heben über LTE 40. Okay. Und zahlst auch 50 Euro dafür, ne, im Monat? Also, ne, für die 40 GB mit Telefon, was sind die 30? 39, 36. Mhm. Na gut, du brauchst, musst wahrscheinlich immer mal aufstocken, ne? Ja, das kostet dann 15. Ja, die wissen schon, wie sie ihr Geld machen. Ich bin mal kurz auf einem anderen TS. Ich will mal was fragen. Jo. Verlasst uns ruhig alle. Bin gleich wieder da. Ja, ich sag es doch, verlasst uns ruhig alle. Hast gesehen, Frevel, mit dem neuen LS15 Update soll jetzt auch die Forstwirtschaft besser geworden sein. Ich habe mich in den letzten 2 oder 3 Wochen, seitdem dass du mir nicht mehr gesehen hast, kein einziges Mal in LS15 eingeloggt. Ah, okay. Beziehungsweise irgendwelche Changelogs oder so angeguckt. Ja, zumindest, also man, die Bäume, die du, also die entastest, sollen jetzt auch im Multiplayer für alle sichtbar sein, dass sie entastet wurden und so. Du bist der Fortschritt im LS15. Ja. So lange haben sie dafür gebraucht? Monate. Was meinst du, Karte? Ja, ob das auch klappt mit dem Entasten. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ja, hast du das Trended Deep gesehen? Da kannst du das Bett kannst du jetzt in deine Hütte reinstellen. Ja, das muss ich auch nochmal sehen. Ich habe das Bett hineingestellt, ja. Hab das Spiel gespeichert, war auf einer anderen Insel, kommt wieder mein Bett fort. Ah, scheiße. Hab ich das auch besonders verpackt. Wie sieht das eigentlich? Vorher ist es wenigstens da geblieben. Ja. Was sagt er jetzt zum Spiel Minecraft? Ich spiel's nicht. Alte Grafik. Was? Also hat keiner von euch Lust, das mal zu spielen. Doch, also, wann? Minecraft also, oder was? Ach, das war als Mini-Community-Projekt für unter uns. Nehme ich lieber mal 7 Days, da habe ich mehr von.